Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei TB.Simulation mit dem Lucky. Lucky? Ja. Wie gut, dass du erst 8 Jahre nachdem ich dich gesagt, dich aufgefordert habe zu reden, gesprochen hast. Ich hab gleich mein Headset ist gerade aus. Ich hab ja gesagt. Ja, moin. Was steht denn heute an, Noel? Wir haben gehört, du hast was Neues. Ja, erstens habe ich heute Geburtstag, also für euch war es voraussichtlich gestern, wir wissen nicht genau, wann das Video kommt, also am 12. Gestern oder vorgestern. Ja, ist aber auch eigentlich egal. Deswegen habe ich mir überlegt, da haue ich mal eine Update-Version der BMWs raus. Also diese, auf der rechten Seite, diese 4, rechts 4, gibt es jetzt in der neuesten Version das Fahrzeug links zu, das man nicht zur Sache haben will. Hat nur daneben gestellt, weil er Langeweile hatte. Genau. Das Fahrzeug links wird erstmal privat bleiben. Der wird nach wie vor privat bleiben. Kommt vielleicht irgendwann mal. Ist heute. Nur weil er BMW steht, steht er dazu. Dabei, genau. So, dann hier. Ja. Lucky. Einsteigen. Hier haben wir wieder den. Zeigen was Neues. Hier haben wir den, wieder den 5er Touring F11 in der Polizeivariante. Dann ist jetzt erstens gefixt, dass. Ich jetzt vorne bei den, guck mal die Frontblitze an, die sind ja chrom. Das siehst du, ne? Ja. Chrom davor war irgendwie immer, wenn wenn das Blaulicht aus war, dass da kein Chrom war, sondern dass da einfach schwarz war, dass da nichts war. Das habe ich jetzt geändert. Dann mach mal aus. Die waren die ganze, weil ich kann da noch mal ausmachen, aber die waren die ganze Zeit aus, siehst du? Ja, jetzt. Ja. Das hat sich geändert, also wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass sich da so mega viel getan hat. Das hat sich geändert. Dann hat die, muss man eben kurz überprüfen, ob sich das, ob sich da was getan hat, oder? Normalerweise. Ach Scheiße, leck mich doch am Arsch. Ich bin so ein Vollpfosten, wirklich. Erstmal Gas geben. Ne, ich habe was vergessen zu fixen. Ich wollte gerade schön was sagen, aber was habe ich vergessen bei dem zu machen? Mann. Ja. Leck mich. Also neu ist erstens, wie heißt es, dass jetzt nichts mehr am Lenkrad war, so ein Leitdiekel, was immer hin und her geflogen ist beim Lenken, das ist nicht mehr da. Hinten und so hat sich eigentlich nichts geändert, so an sich. Alles gleich geblieben, es sind ein paar Farbtöne haben sich geändert, komm mal vorne an den Kühlergrill. Ja. Ist jetzt nicht mehr so stark chrom, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber es war normalerweise, hat es richtig stark geglänzt, das ist jetzt viel smoother. Ja. Wir haben so leider gerade keinen Vergleich da, aber das ist viel smoother geworden. Ja, okay. Dann sind dann ein paar der allgemeine Schwarzton hat sich geändert, auch oben, setz ich mal rein, im am Armaturenbrett, Lenkrad und so, dieser Schwarzton hat sich allgemein geändert. Hm, ja. Schick, oder? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten, oder? Was noch zu sagen ist, ist, dass bei allen Fahrzeugen die Kennzeichen neu sind. Genau, Kennzeichen wurden neu gemacht. Und sie ist jetzt keine Bayern-Plakette mehr drauf, aber gibt schon mal was. Und wieder noch zu sagen, bei uns gibt es das Fahrzeug mit einer Bayern-Wappen an der Seite, aber in der öffentlichen Version. Wie ist dies wieder nicht vorhanden wie bei der letzten Version? Genau. So, dann. Next one. Jetzt weiter zum Dreier, der hat ein paar mehr neue Single. Auch wieder der Schwarz. Hier wollte ich sagen, erstens, der ist jetzt fehlerfrei. Komplett. Komplett. Also die anderen haben jetzt auch ja an sich keine richtigen Fehler, aber solche 3D-Shapes Fehler, weil zu viele Objekte aneinander sind, aber ist halt so. Ja, passt. Der hat das jetzt nicht mehr. Der ist Body, schwarz, also ein paar Dinge sind auf LS19er Materials, der Innenraum nicht, aber außen ist eigentlich alles auf LS19er Materials. Sprich halt auf den Materialien wie von Giants. Ist jetzt auch ein bisschen schwer zu erklären, aber diejenigen, die sich die, damit die auskennen, sich damit auskennen, heißt, wissen, was es das heißt, die anderen interessiert es nicht. Richtig. Dann ist erstens neu, dass die Lichtfarbe im Innenraum jetzt viel angenehmer geworden ist. Überall. Ist ja diese ganzen roten Punkte. Ja. Und ja, es ist eigentlich rot, es sieht relativ orange aus, aber. Dann sind die Beine jetzt ruhiger, die bewegen sich nicht mehr beim Gas und Bremse, aber dafür hängen sie auch nicht im Lenkrad. Und mach mal den Motor aus, Noel. Starte mal den Motor.
Hast du es gesehen? Ja, es leuchtet Parkbremse. Ja, und so ein Zeugs, da kannst du mal Blinker anmachen. Dann normales Licht und Fernlicht. Dann steht unten links die Uhrzeit. Und in der Mitte wird die Geschwindigkeit angegeben. Genau. Und halt da muss man noch was dazu sagen, dafür müsste Noel mal in den Shop gehen. Ja, bin ich. Kennzeichen? Genau. Also das kann ich nochmal eben zu erklären, geh da mal einfach nur drauf und geh mit mir. Standardmäßig gibt es halt nach wie vor Blaulicht, dann halt Farbtöne, relativ viele wieder wie immer. Also wie vorher auch. Dann gibt es einmal SLQX710. Steht für Schwarzinger Landkreis, so viel ich weiß, also halt Schwarzingen. Genau. Wie davor auch. QX ist halt für die zivile Polizei. Dann gibt's LH für Landhandel. FF für Fritzel Freezy. BS steht für Bauhof Schwarzingen. KS steht für Karl Schlag. BU steht für Blumen Ole. Also Ole Blum. PF für Peter Friedrichsen, RB für Rolf Bayer und HL für Hansen Liff. Und da stehen überall noch Zahlen hin, da muss man nämlich sagen, das kann man schon mal zu dem Fünfer sagen, der jetzt kommt. Oder pack mal wieder ein, oder soll ich eben einpacken? Ich kann auch eben einpacken. Ich pack schon hier ein. Ja, fahr jetzt einfach rückwärts. Stopp. Lassen wir das. Da gibt es hier auch wieder zu sagen, dass der Chromton viel gesenkter ist. Sprich auch bei den Felgen. Was jetzt meines Erachtens viel angenehmer aussieht. Ja, oder? Ja. Dann gibt es dazu zu sagen, dass hier vorher solche Bremsscheiben drin hingen in den Reifen, die sind jetzt aber nicht mehr da. Bei beiden Fünfern. Dann hat er jetzt hinten eine Anhängerkupplung, die man auswählen kann. Ja, genau, und die funktioniert auch. Ja, die funktioniert auch. Inklusive hier gibt es wieder diese Kennzeichen. Das Einzige, was sich ändert, dass es kein QX gibt, sondern TB. Und dass halt überall die Zahlen anders sind. Also es ist nicht so, dass man einfach. So, Luki, steck mal mit ein. Ja, ich. Universal Passenger ist immer noch dieses TB-Funktion. Genau. Wird auch auf der Homepage zu finden sein. Muss ich noch hinzufügen. Aktuell noch nicht, aber kommt. 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 Und jetzt halt hier musst du aussteigen, wegen manueller Tür. Ja, wollt grad sagen. Hier. Normale Anhängerkupplung plus Kabel. Tja. Bisschen vorfahren. Nimm den Stecker und ramm ihn da rein. Genau. Also Anhängerkupplung und alles funktioniert auch, ja, ohne Probleme. Dann auch hier die Light-Decals sind, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer gestaltet. Ein kleines bisschen. Dann auch wieder die Schwarztöne alles gesenkt. Ja. Innenraumfarbtöne sind auch noch ein bisschen, also die Farbtöne allgemein mit Land und sowas ist alles ein bisschen angepasst worden. Und muss dazu sagen, auch wieder im Innenraum sowas wie Blinker und so, Blinker wird angezeigt und ein paar Leuchten. Also auch für normales Licht und Fernlicht. Ja. Und die Füße sind jetzt nicht mehr so verbuggt. Okay. Das hat sich bei dem geändert, aber bei der Polizeiversion nicht. Ja. Herzlich willkommen, Lukas. Und bei dem Dreier Polizei ist eigentlich genauso wie bei dem anderen Dreier, oder? Bloß das Blaulicht dabei ist. Ich überlege, ob ich bei dem Fünfer noch was vergessen habe. Soweit ich weiß nicht. Auch nicht, wie gesagt, ist halt die Farbtöne und sowas angepasst worden. Oh, jetzt ist mal die Tür offen, toll. Wie gesagt, da gibt es jetzt halt eigentlich so. Das war's dann so ziemlich, also wenn es euch Links sind alle auf unserer Homepage zu finden, auch wieder auf Uploaded. Weiß die manche mögen es nicht, aber
Ist halt so, wenn nicht, dann soll man sich halt nicht runterladen, wenn man davon kein Fan ist. Ja, und hier sieht man auch ganz gut, Anhängerkupplung hält viel aus, also selbst sowas. Man muss halt so ein paar sagen, es gibt auch Dinge, die wir bestimmt jetzt vergessen haben zu erwähnen, aber das könnt ihr dann bestimmt noch selbst herausfinden. Ja. Soll ja so nach wie vor nicht sein. Somit, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig ein Abo und ein Like da. Und ja. Schönen Morgen, Mittag, Abend noch. Aktuell schönen Samstag noch. Und ansonsten schönen Abend oder Mittag. Mal schauen, wann es rauskommt. Bis dahin. Servus.